Hallo und grüß dich aus Österreich und zurück zu einem neuen und kurzen Unboxing-Video. Und zwar geht es hier um die Unterhosenverpackung bzw. die Boxershort für Männer-Abo und zwar On Dead S. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal genauer an und los geht's. So, ich würde sagen, wir schauen uns die Verpackung jetzt natürlich einmal genauer an. Hier habt ihr auf der Vorderseite eben stehen On That S, also hier ist quasi der Firmenname von dem ganzen Zeug. Sehen wir nach unten, ich habe mich entschieden für die Originals, das heißt, da gibt es so verschiedene Muster und sind nicht alle so einfärbig, ist ja auch schon mal ein Vorteil. Dann auf der Rückseite haben wir hier nochmal einen Spruch stehen. Ich hoffe, man kann ihn hier so am besten erkennen, wenn ich ihn hinhalte. Ein bisschen schwer zum Lesen das Ganze, aber ich blende ihn da jetzt noch einmal ein. Dann auf der Rückseite ist natürlich nichts anderes, außer eben die ganzen Sachen, wo du es hinliefern lässt. Kommt auch schon in den Packer, also kommt jetzt nicht in irgendeinen Karton oder sonst was, sondern kommt direkt in dieser Verpackung hinein. Also das könnte quasi jeder unter Anführungszeichen sehen. Dann machen wir das natürlich mal genauer auf. Also die Firma werbt quasi bei Instagram, Facebook und etc. dafür, dass man die erste Boxershort gratis erhält und dass man quasi ein Abo abschließt, damit man im Endeffekt jedes Monat eine Boxershort bekommt um, ich glaube, 10,99 €. Ich glaube, so ungefähr in dem Maßen war es. Dann kann man sich natürlich auch noch von der ersten Boxershort eine aussuchen. Die nächsten Boxershorten sollten eigentlich dann nicht so sein, dass man es weiß, was man bekommt. Ich habe mich am Anfang jetzt eben entschieden mal für diese Boxer Short, weil die sieht eigentlich ziemlich sozusagen fresh aus, finde ich. Also ein cooles Muster. Da kann man nichts sagen. Wir haben hier eben Totenköpfe drauf. Es ist ein ziemlich festes Material, muss ich auch sagen. Also es sitzt wahrscheinlich extrem fest an und nicht so ganz ein leichtes Zeug, sondern es ist, wie schon gesagt, ein bisschen dickeres Material, aber das zeigt auch dafür, dass es eigentlich qualitativ jetzt nicht so schlecht ist. Dann haben wir natürlich oben noch den stinknormalen Gummibund. Ich habe jetzt die Größe XL genommen, weil ich es einfach ein bisschen lockerer sitzen haben möchte. Ich habe normalerweise Hosengröße in M oder sogar in L, aber in XL nicht. Aber ich möchte halt eben haben, dass das ziemlich locker sitzt und dass das nicht ganz so anliegend ist. Also was kann man hier noch Gutes sagen? Also wie schon gesagt, das ist eigentlich ein gutes Material. Dann haben wir natürlich noch den Patch dazu. Da sieht man natürlich noch einmal genau, dass genau dieses Muster im Endeffekt hier überall oben ist. Steht hier noch auf der Rückseite. Könnt euch das wieder durchlesen, wenn ihr möchtet. Und ja, bin gespannt, was die nächsten Boxershorten mir so bringen, beziehungsweise was auch beim nächsten Muster oben ist. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Hier habe ich nochmal gefunden, ist nochmal so ein kleiner Artikel. Es schaut aus wie so ein kleines Klebepickel. Brauche ich jetzt nicht, aber es macht ja nichts. Also so vom ersten Eindruck muss ich sagen, ja, ziemlich festes Material. Dadurch, ich das Video dann schon schneiden werde, sage ich auch gleich, es passt. Passt genau so, wie es passen soll. Also Daumen nach oben, bin gespannt, was als nächstes kommt. So, jetzt habe ich die Unterhose quasi mal, oder Boxershort in meinem Fall, ausprobiert. Sie passt eigentlich wie angegossen, finde ich extrem toll. Sie ist immer vom Material her, würde ich sagen, ein bisschen sogar zu fest. Ich bin sie eher so gewohnt, ein bisschen locker, leicht zum Tragen und nicht so wirklich auf festes Material. Das würde ich sagen, das ist aber einfach Geschmackssache. Ich finde so im Großen und Ganzen einen schönen Druck beziehungsweise schöne Naht, schön verarbeitet. Hier schaut nichts irgendwie weg oder sonst was. Das finde ich auch schon mal top. Fühlt sich auch jetzt extrem hochwertig an. Mal schauen, was die nächste so bringt. Hoffentlich, dass sie ein bisschen vom Material her vielleicht ein bisschen dünner werden. Das würde ich mir noch wünschen. Ciao!